Lieber Bürgermeister Konzen, lieber Thomas, liebes Busche Verlagsteam, liebe Gäste und Genießer, Köln spielt Bundesliga, Düsseldorf ist Champions League. Oder? Da gehört es sich, dass die Champions dieser unserer so wichtigen Branche hier und heute zusammenkommen und sich auch ein bisschen feiern lassen und gemeinsam genießen. Das finde ich richtig gut und ich kann Ihnen eins sagen, die Breidenbacher, die Gastköche, die extra aus allen Himmelsrichtungen heute gekommen sind, können es gar nicht erwarten, Sie aus Ihren Schlemmertöpfen schlemmen zu lassen und die guten Tropfen aus dem Keller zu holen, damit Sie auch endlich was zu essen und was zu trinken bekommen. Denn der Abend zieht sich ein bisschen. Lieber Thomas, ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass du das warst, der immer zwischen Eickhoff und Seelbach Fashion Police gespielt hast, als ich über die Kö streifte und immer jemanden sah, der den anderen Pelzmänteln hinterhergejagt ist. In den 80er Jahren, glaube ich, war das. Es ist schön, dass du deine Passion auch zur Berufung gemacht hast und ich glaube, das ist die vierte Gemeinsamkeit, wenn ich das ergänzen darf, denn das fühle ich auch und das habe ich auch getan und ja, ich werde auch weiterhin dein Kommi sein, wenn wir bei dir zu Hause kochen. Sei ganz sicher. Horst Schulze hat uns gelehrt, Ihnen, liebe Gäste, auf Augenhöhe zu begegnen. Er nannte das in den 80er Jahren, wie viele von Ihnen wissen, We are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. Mit der Capella Hotel Group, die er 2002 ins Leben rief, ist er noch weitergegangen. Wir, Ihre Gastgeber, nehmen Sie als unsere Freunde auf und gehen sogar noch weiter. Wir nehmen und behandeln Sie mit Liebe. Das ist das, was Horst Schulze uns jeden Tag predigt. Sie nicht nur wie Freunde zu behandeln, sondern sie auch mit Liebe in Berührung zu bringen. Genau das tun die Garde in Weiß, die heute Abend ausgezeichnet wurde. Hier die besten Köche Deutschlands und ihre Teams, die täglich harte Arbeit leisten, aber die ohne Leidenschaft und Liebe überhaupt nicht zu diesem Erfolg gekommen wären. Und deswegen gratuliere ich Ihnen, liebe Freunde in der Küche, umso mehr, denn das ist das, was unsere Branche und auch gerade die Hotellerie so begehrenswert macht, nämlich die Küche, die Leidenschaft und das Essen. Lieber Horst, deine Rastlosigkeit bringt mich zum Wahnsinn. Es ist unfassbar, wie du mitten im Leben stehend 150, 180, 200 Tage noch um die Welt jettest. Von Singapur nach Washington, nach Mexiko. Wo bist du? In Bali. Ja, ich bin morgen wieder zurück. Es ist unfassbar, was du da leistest und was dein Lebenswerk beinhaltet. Dafür respektieren dich deine Breidenbacher und genauso deine Mannen in Atlanta und around the world mehr als jeden anderen. Du bist derjenige, der uns jeden Tag zu diesen Höchstleistungen antreibt und uns wirklich teilhaben lässt an deiner Vision und an deiner Mission. Das ist was ganz Großes für dich, arbeiten zu dürfen. Und dafür danke ich dir im Namen des ganzen Teams sehr herzlich für dein Vertrauen und dafür, dass du für uns da bist. Vielen Dank. Ein Insider. Meaningful experiences and continuous improvement is what we get every day. And this is the preacher. Thank you, Horst. Ein Hoch auf dich. Wenn es nach meinem Vater gegangen wäre, dann würde ich jetzt gerade in der gynäkologischen Station des St. Josephs Hospitals Frauen entbinden. Zum Glück
hat meine kölsche Mutter mir den Rücken gestärkt, als ich ihr gesagt habe, ich möchte eine Kellnerausbildung machen. Das hat offensichtlich bislang noch keinem geschadet, da bin ich ganz froh drüber und danke dir, lieber Gassim, dass du trotzdem an mich geglaubt hast. Danke. Einer, der heute extra aus Kuwait gekommen ist und dem wir nicht nur als Mitarbeiter des Breidenbacher Hofs zu Dank verpflichtet sind, sondern auch als Besucher dieser fantastischen Stadt Düsseldorf oder eben auch als Obdachsuchende, darf man das sagen, im Hotel, ist natürlich einer, der von vornherein schon seit Mitte der 80er Jahre an dieses Investment geglaubt hat und seine Vision wirklich in Wirklichkeit auch umgesetzt hat und das wie kein anderer. Mahdi Haider darf ich sehr herzlich nicht nur in unserem Kreis heute Abend begrüßen, der mit uns feiern wird und auch stolz sein darf, dass sein Hotel zu diesen Ehren gekommen ist. Nein, vielmehr sind wir stolz darauf, dass Sie über 100 Millionen Euro in dieses Investment investiert haben und sicherlich auch mittlerweile, nachdem wir ja 2008 in der Finanzkrise eröffnet haben, was nicht ganz so einfach war, auch zu neuen Höhen gekommen sind. Deswegen freuen wir uns auch ein bisschen was von dem Investment zurückzugeben und ich gratuliere dir, lieber Mahdi, zu deinem Instinkt und zu deiner Vision. Toll, dass du heute hier bist und mit uns feierst. Herzlichen Dank. Natürlich bin ich sehr froh, dass meine Frau eine Brancheninsiderin ist, denn sonst wären wir wahrscheinlich nicht mehr verheiratet. Unsere Liebe hat zwei sensationelle Kinder hervorgebracht. Udo würde sagen, ein Paar wie Blitz und Donner. Für das alles und noch viel mehr danke ich dir, liebe Nathalie. Ich liebe dich. Lieber Udo, was du dieses Jahr mit uns gemacht hast, wie du deine Breidenbacher in deinem Pagenkostüm aus dem Spind geholt hast und mit uns gemeinsam vor 50.000 Menschen aufgetreten bist, wie du die Begeisterung in den Gesichtern, in den Menschen hervorgerufen hast und alle ja, zur Ekstase gebracht hast. Das war nicht nur groß, sondern es hat gezeigt, dass du nicht vergessen hast, wo du herkommst und dass du einer von uns bist. Du bist und bleibst unser Page im Breidenbacher. Du hast die Jacke schon an. Wir werden heute Abend schwer mit dir feiern und Zigarren rauchen und wir können es nicht erwarten. Meine Damen und Herren, vom Pagen zum Rockstar Lindenberg. Udo, vielen Dank für alles. Das ist dein Applaus. Liebe Breidenbacher, last but not least, ohne euch wäre das hier überhaupt heute gar nicht zustande gekommen. Ihr seid diejenigen, die jeden Tag im Zeichen des Gastes Leidenschaft verbreiten, Liebe und all das tun, um Menschen zu begeistern, um meaningful experiences zu kreieren. Das ist nicht nur einzigartig, sondern das ist große Aufopferung in vielen Fällen. Wir wissen, wie hart unsere Branche ist, aber das Commitment ist da, wie in keinem anderen Team, mit dem ich bisher arbeiten durfte. Und deswegen danke ich Ihnen für den täglichen Fokus, für die Leidenschaft und dafür, dass Sie so erfolgreich sind. Habt vielen Dank. Ich freue mich, mit euch nachher anzustoßen. Auf die Breidenbacher! Liebe Gäste, Sie haben jetzt nach meinen Nachrednern noch eine Aufgabe, nämlich sich heute Abend auf die Nominierung des Genießers 2016 zu bewerben und darauf warten,
drüben im Breidenbacher nicht nur viele Menschen, sondern rund 4000 Portionen allerlei Köstlichkeiten, tolle Weine, Champagner und all das, was das Herz begehrt und wonach wir mittlerweile dürsten. Bleiben Sie uns treu, bleiben Sie uns wohlgesonnen. Es ist eine Freude, hier zu sein und Sie alle zu sehen. Und diese Stadt Düsseldorf ist einfach fantastisch. Herzlichen Dank, einen schönen Abend. Toll, dass Sie bei uns sind.